Ja, die edle Lady Hellbender kämpft heute an unserer Seite, nachdem wir Fum besiegt haben. Fum den Unbesiegbaren. Klingt, als würde Drax größter Traum in Erfüllung gehen. Wir begegnen unserem Schicksal, Freunde. Ich kann immer noch nicht glauben, dass wir es geschafft haben. Haben wir doch, oder? Klare Sache. Und außerdem haben wir Mantis wieder. Allerdings haben wir Warlock verloren. Und nur er kann den Magus exorzieren, wenn wir das Ritual gestoppt haben. Holen wir ihn raus aus dem Sektenknast. Im Ausbrechen kennen wir uns doch alle aus. Ich bin gut. Hat er noch den Tracker? Oh ja, das Ding kriegt er nicht so schnell wieder ab. Gut, wir müssen nur rechtzeitig da sein und hoffen, dass Lady Hellbender es auch ist. Wird sie, da bin ich ganz gewiss. Alles klar. Packt euren Kram, Leute, macht alles einsatzbereit. Geht nochmal Pipi, wenn ihr müsst, wir machen keine Pause mehr. Hey, Quill. Leih mir mal deine Musik. Wieso? Ich muss mich konzentrieren. Komm schon. Lass ihn nicht fallen. Mantis, was ist auf Lamentis passiert, nachdem wir weg waren? Als wir dich zum letzten Mal gesehen haben, war die Lage prekär. Das ist eine lange Geschichte. Wir reden darüber, wenn du auf der Toilette warst, wie Startyp gesagt hat. Ich muss aber nicht. Gut, aber sag nicht, ich hätte dich nicht gewarnt, wenn der Kirchenoper dich Glaubenscrunches machen lässt. Moment, Raker wird was tun? Kommt drauf an, aber irgendwann sagt jemand meinen Namen und dann ist da was mit Pipi. Toll, das wollte ich gar nicht wissen. Ich bin gut. Ach ja, kleiner Struppi, das Pipi könnte von dir sein. Nein. Ui. Gut, wir haben jetzt Mantis an Bord. Gamoras and Hoovery, möchtest du Nahkampftechniken trainieren? Mantis! Ich habe unglaublich viele Fragen. Ich weiß und ich habe so viele Antworten. Zum Beispiel, übernimm die Produktion. Oder, das ist nicht bloß ein Ausschlag. Oder, ja, das ist glutenfrei. Das waren jetzt nicht gerade die Antworten, auf die ich scharf war, aber vielleicht waren auch die Fragen schwach. Welche Fragen? Sprich, wenn nach Lamentis fragen, will die Hellbender fragen. Wie hast du Lady Hellbender zu einem Treffen auf Maklu 4 überredet? Du warst nicht mal da, als wir beschlossen haben, hinzufliegen. Sie zu überreden, euch zu verfolgen, war kein Problem. Aber dazu, dir zuzuhören, das war hart. Ich musste gruselig und mystisch werden und ihr Angst damit machen, was anderenfalls passieren würde. Du hast ihr vom Ende des Universums erzählt? Und sie hat dir geglaubt? Oh nein, zuerst nicht. Aber als ich vom Tod ihrer wertvollen Monster anfing, dann aber schon. Sie konnte ja bei ihren Babys kein Risiko eingehen. Wie war es auf Lamentis, nachdem wir weg sind? Du hast gesagt, einige würden überleben, aber das klingt jetzt nicht so toll für die anderen. Viele der Alten sind gestorben. Sie haben sich nicht widersetzt, aber auch das Versprechen nicht angenommen. Es ist gegen ihre Natur. Tut mir leid. Muss es nicht. Das hat mir und den Kotati Zeit verschafft, die meisten anderen zu verstecken. Sie kommt zurück, wenn die Galaxie gerettet ist. Ach, du konntest sie in den Höhlen verstecken. Ich hoffe, du hast sie vor dem Nebel gewarnt. Ich bin froh, dass du bei uns bist. Oh, schön. Du bist nicht immer froh. Warum nicht? Ab und zu bin ich deine Ex-Frau. Was? Ich glaube, sie verscheißert dich, Quill. Das passiert nur ein einziges Mal, aber das ist so lustig. Aha. Sie bedankt sich, weil ihr Aiden Warlock losgeworden seid. Anscheinend mag sie mich mehr. Adam Warlock? Ja, genau. Sie denkt in Blöken. Schwer zu übersetzen. Wer macht denn immer diese Kühlschrank auf? Sie schließt Kühlschranktüren anscheinend richtig gern. Sie geht immer wieder auf, also mache ich sie zu. Aber sie ist kaputt. Ich meine, sie ist immer kaputt. Das ist eine universelle Konstante. Ha, wieder was gelernt. Nein, 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 nicht so. Was ist denn? Dein Angriffswinkel war falsch. Du musst von innen nach außen schlagen, zumal Rakers Körperrüstung Faltung nach innen hat. Ja, eine taktisch einwandfreie Beobachtung. Ich habe bemerkt, dass das einen großen Unterschied macht, als ich einmal eine Abordnung von Bedun-Würdenträgern eliminieren musste. Ihre Kleidung bestand aus unzähligen Schichten. Ich glaube, das haben wir schon gelesen.
Das ist ja noch ein Bild, kann man hier. Cooler Move, Drax. Mit meinem Gewicht auf dem linken Fuß habe ich mehr... Gut mitgedacht. Nochmal ordentlich gießen, bevor es losgeht. Ich bin Groot. Ich bin Groot. Er würde jämmerlich aussehen in seiner Robe. Was? Was hat er gesagt? Groot will den großen Einiger gießen. Oh! Ah. Der begossene Einiger! Der große Befeuchtete! Ich bin Groot! Ihr überwässert Sir Groot. Ich bin Groot. Ja, lass ihn in Ruhe. Ich bastel, wenn ich gestresst bin. Groot gießt, Gamora meditiert, etc. Wenn ich gestresst bin, konzentriere ich mich und manchmal sehe ich dann die Geburt des Universums. Am Sekunde, ich muss mal gerade eben das Outfit von ihm. Die passt mal wieder so. Gut, können auch mal wieder die anderen sehen endlich. Und Drax' Outfit geht gerade so. Anfang ist da nur eine Realität und bam, sind alle da. Das ist irgendwie cool. Sag mal, ich habe mich doch gerade erst nur kurz umgedreht. Weder gibt's keinen Achievement für. Peter Quill, Lust auf ein Sparring? Ich verzichte lieber, Drax. Ich will nicht vor dem eigentlichen Kampf schon erschöpft sein. Diese Moves werden Lady Hellbender bestimmt beeindrucken. Ich muss sie nicht beeindrucken. Der Sieg über Fin Fang Foom ist Beweis genug für meine Befähigung im Kampf. Ja, stimmt wohl. Ich bin nicht sicher, ob Lady Hellbender wirklich davon beeindruckt war, wie wir diesen Kampf geführt haben. Immerhin haben wir den Drachen versehentlich getötet, bevor Groot ihn wiederbelebt hat. Wärst du nicht von einem Mann beeindruckt, der einen Drachen schlägt? Nur wenn er es ohne meine Hilfe schafft. Diesmal wird Raker untergehen, Gamora. Versprochen. Und ich verspreche dir, dass ich Nikki da raushole, was es auch kostet. Ist doch irgendwas. Gemeinsam. Gemeinsam. So, irgendwas ein Audiospur kaputt. Ich habe noch nicht herausgefunden, wo Groot schlägt. Sir Groot, ich muss sagen, ich weiß nicht, was ihr den Kotati-Wächtern am Höhleneingang erzählt habt, aber sie waren sehr kooperativ. Drax! Hey, ich wollte nur mal... Du musst dich nicht erklären, Peter Quill. Im Unterschied zum Naga stört es mich nicht, wenn meine Sachen jemanden interessieren. Ach, das ist eine echt coole Klinge. Mit einer beeindruckenden Geschichte. Du erkennst sie? Sie gehörte Xatar dem Unvollendeten. Der Ketethianische König leitete die erste Pilgerreise nach Maklufir. Moment mal. Das heißt also, es ist praktisch Excalibur? Eine Waffe dieses Namens kenne ich nicht. Ein legendäres Schwert eines berühmten Erdenkönigs. Ja, wenn das mit dem Soundbuch nicht dann könnte man sagen, es ist das Excalibur meines Volkes. Symbol der großen Jagd, zu der er jene lud, die ihren Platz in Ultaf zurückhaben wollten. Große Jagd, kefianisches Excalibur, sprich beenden. Ist dieser Setar einer eurer Helden? König Setar. Und ja, ist er. Jeder Krieger kennt die Geschichte seiner Pilgerreise nach Maklufir. Und warum heißt der Setar der Unvollendete? Laut der Geschichte meines Volkes griff ein anderer König Xatars Land an und besiegte seine Truppen. Gefangen und erniedrigt forderte Xatar den anderen König zu einem Kampf heraus. Aber dieser weigerte sich und verbannte ihn stattdessen zu einem Leben in Schande. König Xatar zog nach Maklufir, um Fin Fang Foom herauszufordern und sein Schicksal zu wenden. Also das ist deprimierend. Wieso ist das deprimierend? Weil er offensichtlich gescheitert ist. Fin Fang Foom ist gesund und munter, mehr oder weniger. Er ist nicht gescheitert, Peter Quill. König Xatar hat Fin Fang Foom nicht vernichtet. Aber er hat dafür seine Ehre wiederhergestellt. Durch seinen Tod? Happy End geht aber anders. Weil er nie aufgegeben hat. Ein Krieger stirbt erst, wenn er aufhört zu leben.
König Xatar hat bewiesen, dass wir die Geschichten über unser Leben selbst formen. Und was wir darin sind. Er hätte als Feigling sterben können, ohne Platz in Ultath. Oder er tat, wovon ich und viele meines Volkes überzeugt sind. Er änderte das Ende seiner Geschichte. Änderte das? Okay. Okay. Dann ist dieses große Jagdding wohl wichtiger, als ich gedacht habe. Haben wir sie ihn jetzt allen versaut, weil wir Fin Feng Fung gefangen haben? Wie meinst du das? Ich meine, der Zweck ist doch wohl, wieder in den kartäfianischen Himmel zu können. Und jetzt gibt es keinen Fu mehr, der euch, naja, hinschicken kann. Na, oh, Peter Quill. Viele Wege führen nach Ultath. Die Pilgerreise nach Maklufir ist nur einer davon. Genau. Als Thanos meine Familie ermordete und mein Dorf zerstörte, wählte ich zweimal den Weg der Rache. Erst stellte ich eine kleine Armee kartathianischer Krieger zusammen. Obwohl in der Unterzahl kämpften wir uns durch die Chitauri-Linien und forderten Thanos selbst heraus. Moment. Auf Ketherf? Du bist im Galaktischen Krieg zweimal auf Thanos getroffen? Ja. Aber beim ersten Mal war ich nicht stark genug. Stark genug, um zu überleben. Thanos ließ mich und einige andere am Leben. Als ein Exempel. Besiegt und erniedrigt, entschlossen sich die Überlebenden meines Trupps zur Pilgerreise nach Maklufir. Aber ich konnte nicht. Ich beschritt weiterhin den Weg der Rache. Bist du mir half, die Geister von Hovard und Cameria zur Ruhe zu betten. Ehrlich gesagt, hatte ich eine Menge Hilfe. Du hast mir einen neuen Lebenssinn aufgezeigt, Peter Quill. So wie es aussieht, lag mein Schicksal wohl doch nicht in den Bergen von Kakarantara, sondern hier, ja, was? Auf diesem Schiff. Bei euch. Jedenfalls bin ich froh, dass du bei uns bist. Ich weiß zwar nicht, wo unser Weg uns noch hinführt, aber ich hoffe, es ist was mit viel Geld und Luxus. Ich hege keinerlei Zweifel, Peter Quill, an unserem angemessenen Erfolg. Angemessen klingt gut. Und wie war die Reise mit Lady Hellbender? Musstest du eine Kampfrüstung anlegen? Oh nein, sie hat großen Respekt vor der Selbstbestimmung anderer Frauen über ihren Körper. Wir haben uns nur unterhalten. Sie hat nach dir gefragt. Wirklich? Sie wollte wissen, ob du ihr dein Bombenrezept gibst. Sir Groot hat in Gefangenschaft deine Fähigkeiten ohne Ende angepriesen. Ich bin Groot. Du musst dich nicht entschuldigen, Kumpel. Hey, sie kann mein Bombenrezept haben, wenn sie dafür bezahlt. Noch einmal kurz den Bücher schließen. Ich glaub's ja nicht. Ha! Es geht von selbst auf. Okay, wir halten nicht mehr an. Aber das Ende ist nahe. Nein, streich das. Die Wächter der Galaxie sind nahe. Ich muss gleich kotzen. Und ins Verderben. Ach du Schande. Ich habe die Fürsten ins Feuer. Déjà vu. Sacrosanct, Tempelschiff, der Universität. Du täuschst dich, mindestens dreimal so groß. Die größte, die ich je gesehen habe. Und jetzt? Lichter aus, Triebwerke aus und warten, dass Lady Hellbender auftaucht. Ist denn sicher, dass sie kommt? Sie ist eine Frau von Ehre, eine Königin. Sie muss nur ihre Truppen sammeln. Und wie lange braucht sie dafür? Zu lange. Nein. Wir dürfen nicht zu spät kommen. Wir müssen die Galaxie retten und Nikki. So oder so, wir müssen da rein und dieses Ritual unterbinden. Sieht so aus, als wären wir mit dieser Flotte nehmen wir es allein nicht auf. Kleiner Struppi!
Rocket! Verdammt, was machst du da, Mann? Wir müssen in die Sacrosanct dieses Ritual aufmischen, habe ich recht? Klar ist, dass wir hier draußen draufgehen würden, also sorge ich für eine lautstarke Ablenkung. Mein Walkman! Genau, oh, der bläst denen jetzt leicht eine komische Musik überall um die Ohren und werden die suchen, wo das Gedudel herkommt. Schlittern wir ohne Triebwerke lautlos vorbei und gehen an Bord der Sacrosanct. Clever! Echt jetzt? Meinetwegen. Aber wenn wir gewonnen haben, holst du ihn mir wieder. Und jetzt komm rein! Was ist denn, denn so laut? Und seit wann kann... ...können Schallwellen übers Weltall übertragen werden? Okay, suchen wir uns einen Parkplatz. Ha, diese Idioten! Wann existiert Lautstärke im Weltall? Doch nicht so überrascht. Egal. Seit wann existieren Goods und Grixis? Sobald es hier alles vorbei ist. Sorry, Quill. Sie werden sie wahrscheinlich in Stücke schießen, wenn sie sie gefunden haben. Dann sollten wir dafür sorgen, dass dieses Opfer sich lohnt. Könnten wir es bitte anders nennen? Nun, was kann ich tun? Das Screen sieht so aus, als könnte ich irgendwas unternehmen. Jetzt müsste ich irgendwas tun. Warum flüstern wir überhaupt? Ich bin gut. Ich weiß, dass sie da draußen sind, aber sie hören uns nicht durch den Schiffsrumpf. Trotzdem flüsterst du noch. Weil ich nicht der sein will, der die verflagte Schuld hat, wenn sie es doch hören. Aber sie können nicht. Klar, wenn sie es hören können. Ich kann gar nichts machen. Ja, also... Was? Morgoths Atem! Wow! Ja! Lady Hellbender ist eingetroffen! Wächter der Galaxie! Kommt, rappt eurem Versteck! Die Monsterlords von Sekhnath 9 dürfen... So viel zu einschleichen. Wir verstecken uns nicht! Wir schleichen! Weil wir lebend an Bord der Sacrosanct kommen müssen! Dann werden wir hier draußen so viele abschlachten, wie wir können, während ihr euch hineinkämpft. Fresst, meine Kinder! Schleichen wird es nicht mehr. Brecht ihre kläglichen Panzer auf und ergötzt euch an dem süßen, weichen Fleisch darin. Das ist so Metal! Okay, Leute, ach du Scheiße. Nutzen wir den Blutrausch der netten Lady für unsere Zwecke. Los, knacken wir die Sacrosanct. Die Landebucht ist unser Weg rein, aber bis dahin liegt noch jede Menge Schmerz vor uns. Vielleicht können wir uns reinsprengen. Das kann. Ich hab den Typen erwischt. Okay. Direkter Treffer. Boom. Ha. Wir stehen unter Beschuss. Lass dich nicht treffen, Will. Verschuss, ja, verdammt. Das nenne ich einen ordentlichen Kampf. Ach, noch. Das war ein Treffer. Ja, sie sind mein schnell. Gott. Zu hart. Jetzt könnten wir ein paar dieser schicken Moves gebrauchen, Quill. Starten für dich. Lass dich nicht mehr treffen, dann gibt's auch keinen Schaden. Hilfreich, danke. Mist, das sind echt viele Geschütze. Entweder erledigen oder umgehen, aber wir müssen da durch. Dann kann ich schießen. Wenn du uns umbringst, Quill, dann bring ich dich um. Lass mich in Ruhe. Und rein hier. Oder nicht. Wird man durchfliegen versuchen, wir abschießen. Nee. Okay, Leute. Nutzen wir den Blutrausch der netten Lady für unsere Zwecke. Los, knacken wir die Sacrosanct. Die Landebucht ist unterwegs, aber bis dahin liegt doch
noch jede Menge Schmerz vor uns. Vielleicht können wir uns reinsprengen. Das kann. Boom! Ha! Ich muss sagen, Hellbender Armee ist ziemlich beeindruckend. Sie ist genau so, wie die Legenden sagen. Ich hab den Typen erwischt. Direkter Treffer. Wir stehen unter Beschuss. Ich will eine Schlacht, Peter Quill. Bring uns rein! Mist, das sind echt viele Geschütze. Entweder erledigen oder umgehen, aber wir müssen da durch. Lass dich nicht treffen, Quill. Ich versuch's ja, verdammt. Muss es nur reinfliegen. Nicht da reinfliegen. Groot sagt, wir sollten uns nicht so lange mit... Ein bisschen Präzision beim Fliegen. Okay, Leute. Nutzen wir den Blutrausch der netten Lady für unsere Zwecke. Los, knacken wir die Cyclops. Die Landebucht ist unser Weg rein, aber bis dahin liegt noch jede Menge Schmerz vor uns. Vielleicht können wir uns reinfliegen. Das kann. Ich hab den genauso wie die Legenden sagen. Direkter Treffer. Wir stehen unter Beschuss. Lass dich nicht treffen, Will. Ich versuch's ja, verdammt. Mist, das sind echt viele Geschütze. Entweder erledigen oder umgehen, aber wir müssen da durch. Transparent. Lass dich nicht mehr treffen, dann gibt's auch keinen Schaden. Hilfreich, danke. Ja, jetzt könnte ich ein bisschen Tunnel gebrauchen. Ich glaube, du kriegst endlich aus, wie man sie fliegen will. Und drin sind wir. Auch können wir die Anzüge mit behalten. Sicher, dass du sie fliegen kannst? Ja! Manchmal! Moment, vielleicht solltest du... zu den Waffen, der Fight nähert sich. Jetzt wird wieder gekämpft. Mega-Fähigkeit freigeschaltet. Ja, aber der Flurei. Ich dachte schon, das kommt nie. Gut, hat bei der Wiederbelebung von Fin Fang Foom gelernt, seine eigene Essenz anzuzapfen. Und kann das nun auch bei allen außer Gefecht gesetzten Wächtern einsetzen. Sorry. Du stirbst, während diese Fähigkeit verfügbarst. Beliebt gut wieder. Oh, sehr schön. Ja, mein Tracker zeigt Goldarsch in der zentralen Felsformation an. Wir müssen raus aus diesem Hangar. Das Ding! Ja. Angriffen Kürze! Der Hangar ist weit offen! Sie können von überall angreifen! Erinnere mich daran, nochmal die Formationsübung durchzugehen! So am Arsch. Natürlich glaube ich an unseren Sieg. Wir sind doch die Wächter, oder nicht? Ja, gut. Ich bin sicher, Sie wissen genau, warum wir hier sind. Ihr habt's gehört. Immer drauf, bis Sie platzen und knacken. Das Decken hätte mir auch nicht wehgetan. Das wird unser glorreicher letzter Angriff auf die Kirche. Na komm. Groot, Zeit zum Anwenden! Fred, zerstör! Lady Hellbenders Auftritt war ein ziemliches Spektakel! Wie kann sie sich ohne Sattel auf Groot halten? Diese Jungs müssen wirklich an ihrer Gastfreundschaft arbeiten! In manchen Kulturen gilt das hier als Gastfreundschaft! So bringt man sie auch in die Kirche. Okay, kommen wir nicht durch. Dachte ich mir aber schon. Wir sollten das zu unserem Vorteil nutzen. Ich bin bereit. Brauche nur eine Lücke. Gleich gehackt ist Gemora. Zeig sie, Fred. Ich glaube, du machst noch Pause, Groot. Zeigt uns einer von euch Flarkern, wo die Ritualkammer ist? Schön gemacht, mit allem, was dazugehört.
euch an unseren Sieg. Wir sind doch die Wächter, oder nicht? Zeigen wir diesen Idioten, was echte Schmerzen sind. Zeit für den letzten Schlag. Ganz schön viel. Lady Hellbender ist aufgeteilt. Ziemliches Spektakel. Die Kirchis haben bestimmt gebetet, dass sie davonkommen. Bitte sie fest, Bruce. Alter Schwede, warum sind die auf einmal so? Ich wette, sie explodieren ganz prächtig. Warum sind die auf einmal selbst? Ich habe die Schwierigkeit erhöht. In manchen Kulturen gilt das hier als Gastfreundschaft. Wieder ein Kultist eliminiert. Wir von hier. Wie nah sind wir dran? Überhaupt nicht. Deshalb müssen wir in Bewegung bleiben. Verdammt, sie haben die Irrenelite angefordert. Wenigstens haben sie uns den Aufzug gebracht. Den haben sie nicht. Gamora, erledige sie. Mach sie fertig. Rein. Wow! Acht auf deine Wortwahl! Na komm. Lady Hellbender ist aufgetragen. Ziemlich. Jetzt müssen wir hier ausschalten. Vor dem nächsten. Ach du Scheiße, nein, die Sterne. So ein Dreck. Ah, gut. Sehr gut. Seht doch, der Zauberer heilt die Seinen! Lass es tun! Tu ihn weg, Gamora! Schnitt und ätzen! Wir können die nicht. Diese Glaubenskisten sind instabil! Bevor die Großen nicht gerettet haben. Der Große ist ungeschützt! Feuer frei! Andere auf das Gesicht! Er heilt seine Freunde! Das wird er ohne Kopf nicht können! Haltet sie auf, Groot! Pulverisiert sie! Führe meinen Zorn! Hau sie weg, Rocket! Diese Jungs müssen wirklich an ihrer Gastfreundschaft arbeiten! In manchen Kulturen gilt das hier als Gastfreundschaft! Ja, das ist ja einfach seine Kunst! Wenn wir sie erst beseitigen, erleichtert uns das die Aufgabe! Na komm! Du hast keine Chance! Ich bin ein bisschen unglücklich im Kämpfen. Lösch sie auf, Rocket! Ich vermisse gerade wirklich meine Sounds, Rocket! Wir wissen dein Opfer zu schätzen, Peter Quill! Schlag die zusammen! Sieh, da ist nichts von der. Ich bin Groot! Noch eben. Natürlich glaube ich an unseren Sieg! Wir sind doch die Wächter, oder nicht? Keiner wird's kommen sehen! Der Kerl frisst die Munition einfach! Sieht fest so aus. Nach deinem Gamecraft! Oh nein, nicht auf mich. Die Helfer des Orten war ein ziemliches Spektakel! Ich wünschte, Boom hätte meine Songs nicht zerkaut! Lass sie weg, Rocket! Groot, zeig deine Wurzel! Erinnere mich daran, nochmal die Formationsübung durchzugehen. Der mistige Kirchensanitäter macht die Sache echt kompliziert. Das so, na bitte. Glorreicher letzter Angriff auf die Kirche. Ich kann gerne nochmal ausschalten. Sniper. Mach dein Ding, Gamora. Letzte Bestellung. Na, geht doch. Fahrten. Dieser Ort weckt dunkle Erinnerungen. Ich bin Groot. Groot will wissen, ob du jetzt wieder anfängst zu spinnen. Wie können wir sicher sein, dass sie Warlock nicht attackiert haben? Es würde erklären, warum sie ihn gefangen genommen und nicht einfach getötet haben. Und es wird jede Menge Glaubensmist in diesen Ort geblasen. Warlock hasst den Magus. Er hat das Ding bereits einmal vertrieben. Haben sie sich versöhnt? Ich und Groot wurden gefeuert und sind trotzdem hier. Nein, ihr seid gegangen. Aber das ist ganz konvertiert. Hätte der Magus Warlock umgedreht, hätte der uns hier erwartet. Mein Baby! Mantis, nicht trudeln! Warum trudelt sie? Kümmert euch nicht darum, wie ich fliege! Schießt lieber ordentlich! Ihr lernt bald neue Leute kennen!
Die sind schon da, Mantis! Ah! Was ist denn hier?